Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Age of Empires 2 Definitive Edition. Es geht weiter in der Kampagne von Vlad Draculea und heute begeben wir uns zum ersten Mal in eine Mission in dieser Kampagne, dessen Missionstitel nicht irgendwas mit einem Drachen zu tun hat. Keine Ahnung, ob das in irgendeiner Weise irgendeine Relevanz hat. Vielleicht shiftet die Story jetzt in ein bisschen eine andere Richtung, wer weiß. Oder es hat überhaupt gar keine Bedeutung und ich bin der einzige Team, das überhaupt auffällt. Kann alles sein. Ich würde sagen, aber hier vom Geografischen muss ich sagen, wir entfernen uns jetzt so ein bisschen hier aus der Walachei und gehen mehr zu dem Ottomans, also hier den Türken, glaube ich. Das heißt, und der Mond geht auf. Mond, türkische Flagge. Vielleicht kämpfen wir jetzt. Ich meine, wir haben auch das letzte Mal gegen die Türken gekämpft, von daher. Aber vielleicht kämpfen wir ja jetzt mehr offensiv gegen sie. Oder was weiß ich. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen und schauen uns die Mission an. Auch wenn Draculea nie davon sprach, vermuteten viele, dass die Zeit am osmanischen Hof seinen Hass auf unseren südlichen Nachbarn geschürt hatte. Jahrelang sann er über seinen Bruder Radu nach, der ihn verraten und sich den Türken zugewandt hatte. Draculea konnte zudem seinen Schwur gegenüber dem Drachenorden nicht vergessen. Sowohl der Papst als auch Ungarns Regent wünschten den Krieg mit den Türken. Im Jahr 1462 erneuerte der osmanische Sultan Mehmed II. Seine Anstrengungen und sandte eine Streitmacht von 18.000 Mann in die Walachei. In dem Glauben, Draculea könnte seine Armee nicht schnell genug mobilisieren, gedachte der Sultan, die Walachei mit dieser kleinen Armee im Sturm zu erobern. Er irrte sich. Ich hatte Geschichten von dem Gemetzel an der Donau gehört, doch nie zuvor aus erster Hand. Draculeas Geschick, selbst die mächtigste Armee seiner Zeit zu überwinden, faszinierte mich. Draculea hatte einen Blutdurst wie kein anderer, aber er war gerecht. Sein Sinn für Gerechtigkeit hat jeden von uns verändert. Draculea lehrte uns, unsere Stärken zu nutzen. Schrecken, Schnelligkeit und Überraschung wurden mächtigere Waffen als unsere Klingen. Hört sich so ein bisschen so an, als wären wir jetzt wieder so eine Art, wäre das eine Art Verteidigungsmission mit einem, wie sagt man das vernünftig, mit quasi so einem Rückstoß. Also wir federn erstmal gut Truppen ab und leck mich am Arsch, was sehe ich da schon wieder auf der Minimap. Und dann gehen wir halt in die Offensive. Aber schauen wir mal. Gewinnen Sie die erste Schlacht gegen die Streitkräfte der Osmanen. Okay, soweit so nichtssagend. Oh Gott. Achso. Okay, Vlad Draculea hat ein Bevölkerungslimit von 200. Oh shit. Aber seine defensive Strategie verbietet die Herstellung von Tribocken, Rammenkriegsschiffen und Petardieren. Also prinzipiell können wir uns Belagerungseinheiten abschminken. Wobei Kriegsschiffen, das heißt immerhin, vielleicht brauchen wir dieses Mal überhaupt uns nichts mit Häfen oder was zu kümmern. Das wäre schon mal sehr nice. Das Lager der Osmanen ist gespickt mit Befestigungen. Ein Angriff wäre reiner Selbstmord. Eine Mischung aus sinnflutartigem Frühlingsregen und gezielter Sabotage hat fast alle Furten und Brücken unpassierbar gemacht. Das hat die gegnerischen Streitkräfte abgeschnitten und zu Vlads Festungen strömen lassen. Aber hat es auch für jede der Festungen schwieriger gemacht, für Nachschub zu sorgen. Okay. Nutzen Sie die einzigartigen örtlichen Gegebenheiten jeder Festung, um den feindlichen Truppen zuzusetzen und ihre Angriffe zu schwächen. Die Bauern der Walachei sind bekannt als Weidehälse. Wägen Sie ihre Nützlichkeit gegen die Bedrohung durch gut genährte Feinde ab. Was? Das verstehe ich irgendwie nicht. Die Bauern der Walachei sind bekannt als Wendehälse. Heißt das,
Die Feinde können die bekehren, oder wie darf ich das verstehen? Wägen sie ihre Nützlichkeit gegen die Bedrohung durch gut genährte Feinde ab. Muss ja so sein, dass meine Bauern bei den Mühlen und bei den Feldern wahrscheinlich irgendwie, wenn wir sie nicht gut beschützen oder so, dass die dann nicht töten, sondern bekehren werden. Kann ich mir jetzt nur so zusammenreimen. Alter, es gibt hier immer relativ viel zu lesen, muss ich sagen, bei den Missionen. Ist alles auch relativ immer, ich will nicht sagen komplex, aber im Vergleich zu beispielsweise einigen Attila, Genghis Khan, Saladin und so weiter Missionen, wo es quasi immer geht, du, vielleicht noch ein Verbündeter gegen zwei, drei Feinde, gewinne. Das war eigentlich immer so das Hauptsächliche, aber hier ist es ein bisschen komplexer. Um die Walachei gegen, also die Speerberichten, um die Walachei gegen die Türken zu verteidigen, hat Vlad Draculea drei Festungen bemannt. Fagaras im offenliegenden Norden, Rasnov im bewaldeten Süden und seine Zitadelle Puenari. Ah, davon haben wir, glaube ich, schon gehört. Im bergigen Südosten. Moment. Drei Festungen. Fagaras im offenliegenden Norden, das wird das hier sein. Auf der Minimap. Rasnov im bewaldeten Süden. Könnte das hier sein. Und Puenaria im bergigen Südosten. Das muss ja dann das sein. Und was ist das da unten? Sie werden von allen Seiten belagert. Radu Bey. Oh, das ist sein Bruder gewesen. Dracula ist rivalisierender Bruder, ja. Greift Fagaras von Westen und Norden mit Bojaren, Pikenieren und Rammen an. Die osmanische Hauptarmee bedroht Rasnov vom Osten her mit berittenen Bogenschützen, Rittern und Petardieren. Wird vielleicht aber auch Triboke bauen. Oh, scheiße. Moment, Rasnov war jetzt nochmal. Also hier, okay. Ich werde vielleicht erstmal sterben, bis ich das alles gecheckt habe, wirklich. Weil das hier zu lesen und dann tatsächlich danach zu reagieren, sind zwei unterschiedliche Dinge. Sultan Mehmed, genannt der Eroberer, marschiert vom Süden gegen Puenari. Seine Elitefort besteht aus Langschwertkämpfern, Janitscharen und Belagerungskanonen. Verschiedene walachische Dörfer versorgen die Truppen von Draculea und sind gleichzeitig mögliche Handelspartner. Oh, sie werden Opfer sporadischer Attacken von osmanischen Angreifern in Form von Kavallerie der Akintschi. Oder Akintschi. Akintschi wahrscheinlich. Okay, das heißt, verschiedene Dörfer in Gelb, das heißt, die hier und die hier, und da sollten wir auch Truppen hinschicken, um die zu verteidigen. Und wir können natürlich mit denen Handel treiben, was Gold bringt. Die Ungarn haben Draculea Hilfe gegen die Türken versprochen, aber man hat schon seit einiger Zeit nichts mehr gehört. Diese Wichser. Erledigt diese osmanischen Hunde, aber nehmt Gefangene, wo ihr könnt. In Tergovisch werden wir sie alle pfählen lassen. Ein Sieg reicht nicht aus, um einen Krieg zu gewinnen, Vlad Tepes. Während wir uns unterhalten, rücken zehnmal so viele Männer vor, wie ihr heute hier gesehen habt. Macht euch auf euren Untergang gefasst. Die Grenzburgen sind der Schlüssel zu dieser Region. Wir müssen sie vor den türkischen Angreifern schützen. Oh shit, hier haben wir überhaupt gar nichts. Okay, haben wir so ziemlich gar nichts. Und hier... Oh ja, hier haben wir aber einiges dafür. Okay. Gefällt mir jetzt nicht so. Oh nein. Okay, ich werde den direkt zerstören, weil mir der so am Sack geht. Der ist eigentlich immer mein Untergang. Die sind einfach nicht gut. Mein Herr, die Bojaren und ihre Bauern auf dem Land werden unsere Armee versorgen. Doch sie sind ein wankelmütiger Haufen. Vielleicht wäre es besser, ihre Vorräte zu beschlagnahmen, ehe sie den Türken übergeben.
Greifen Sie die Dorfbewohner an und bekehren Sie sie. Oh, das ist eine Stunde Überleben, oder was? Okay. Oh, und bekehren Sie sie. Приказание. Вас собираюсь. Okay, ich verstehe. Und wir können auch keine eigenen Dorfbewohner ausbilden, weil wir haben keine Dorfbewohner, die irgendwas machen können. Ja, dann bekehren wir, würde ich mal sagen, die. Und zwar hier oben, weil die hier sind, glaube ich, am leichtesten. Die Waffen der Vorhut des Sultans glänzen in der Sonne wie pures Gold. Bald werden sie euer Silber zu uns tragen. Osmanische Streitkräfte bedrohen unsere Festung bei Polnari, mein Herr. Und Polnari war nochmal... Moment, ich speichere jetzt mal, weil ich schon wieder... Alter, hier geht echt einiges ab, aber gefühlt... Im Normalfall sind nicht alle von den Sachen, die wir hier haben, natürlich auch wirklich relevant zu beachten, um tatsächlich zu gewinnen. Es ist vielleicht leichter, die zu beachten und zu gewinnen, aber... So, wo war... Ich muss jetzt die... Muss jetzt nochmal ganz kurz schauen, wo die ganzen Dinger sind. Werden sie mit Rohstoffen versorgen, solange sie beschützen. Alternativ können sie einnehmen und die Bewohner bekehren. Ich glaube, das wäre sogar besser. Vor allen Dingen das hier oben, weil das, glaube ich, einigermaßen gut geschützt ist. So, hier Speer. Drei Festungen. Fagaras im Norden. Also Fagaras, Poenari... Ne, Poenari müsste Südosten, das muss das sein. Rasnov im bewaldeten Süden. Also, wow. So, dann würde ich sagen, bekehren wir jetzt erstmal ein paar Tübis. Da. Bekehren. Bekehren, Kuh. Ich kann die nicht bekehren. Во имя Господне. Да. Greifen Sie die Dorfbewohner an und bekehren Sie sie. Aber wie soll ich die angreifen? Wie soll ich denn die angreifen? Ich kann die nicht angreifen. Also, hä? Приказание. Тотчас сделаю. Ich kann die nicht bekehren. Ich kann immerhin Gold machen, aber... Oh, wir sind sogar noch mehr. Sehr gut. Da. Da. Понятно. Der wird bei uns bleiben, der ist da, dann wird der da runtergehen. Und einer, der hier rauskommt, wird dann... Во имя Господне. Hierher. Okay, wir haben kaum noch Nahrung, was irgendwie nicht so geil ist. Ja, ich kann die halt nicht bekehren. Das ist das Problem. Die Festung Rasnov wird belagert. Verteidigt sie um jeden Preis. Das sind die hier, oder? Kurz ein bisschen näher in unsere Reichweite ziehen. Da.
Komm an die Front. Okay, hier ist schon. Ach so, nee, der Priester ist, glaube ich, für da unten bestimmt. Okay, Land der Walachen hat bezahlt. Sehr schön. Gut. Hier ist mehr oder weniger nur Bare Bones, damit die nicht hier auf einmal angreifen. Weil die sollten ja eigentlich nicht da so ohne weiteres hinkommen. Wir können mal ganz kurz spyen, wo die denn so tendenziell sind. Ah ne, ich wette, die spawnen da immer extra. Oh, ne, die tatsächlich hier, Radu hat tatsächlich hier ein... etwas Tatsächliches. Okay. Das heißt, gefühlt wird der mir wahrscheinlich mit am ehesten am Sack gehen. Okay, nee, und die hier haben auch Sultan Mehmet. Aber Moment, wer außer den beiden sind eigentlich noch unsere Gegner? Das Osmanische Reich. Aber wo sollen die denn sein? Vielleicht hier unten? Hier drüben? In der Ecke? Schauen wir mal. Da, da, господин. Приказание. Да, господин. Понятно. Ha. Oh ja, nee, aber das sind die. Und hier ist kein Priester, oder? Приказание. Die haben noch keinen Priester. Was собираюсь? Ist hier ein Priester? Ja, hier ist ein Priester. Sehr gut. Hier ist. Oh, Moment. Die sind natürlich alle nicht auf. Die sind alle nicht auf der korrekten. Defensivstrategie eingestellt. Moment, das muss ich mal ganz kurz ändern. Sonst könnte ich da jetzt echt gleich ein gewaltiges Problem haben. So, Priester heile. Heile, heile. Mache heile. Hier ist auch ein Priester, sehr gut. Hier, die hier sind auch defensiv und damit sollten jetzt alle defensiv sein, oder? Ja. Okay, dann speichern wir mal. Das heißt, es ist tatsächlich eine 1-Stunden-Mission. Einfach durchhalten. Aber das Problem ist, ich kann die halt nicht wirklich nicht bekehren. Hier, Priester nämlich. Bekehren. Kann ich nicht auf die. Ich kann das auch nicht auf irgendeins derer Gebäude oder was. Und ich kann auch nicht denen sagen... Patrouillieren, bewachen, folgen, vorstoßen. Erinnert ihr euch an Radu Bey, euren Bruder? Ja. Allein die Legionen von Janitscharen unter seinem Befehl übertreffen den armseligen Bauernhaufen, den ihr eure Armee nennt. Schön und gut. Wir können eigentlich wirklich gut in die Elite-Bojan entwickeln, weil wir halt einigermaßen die Möglichkeit haben... hier Dinge auszubilden, Gold zu farmen. Oh, hier unten. Gut, dann schicken wir hier ein bisschen Verstärkung hin. Soll ja nicht das Problem sein. К вашим услугам. Понятно. А сделаю. Да, понятно. Wir sollten überall so 20 bis 30 Einheiten haben. Ist, glaube ich, so erstmal ganz gut. Okay, wir haben keine Nahrung mehr. Geil. Hier haben wir 25, das ist gut. Hier haben wir 12. 12 ist ein Gefühl so ein bisschen wenig.
вашим услугам. Gut. Ah. Oh, ist das nicht hier diese Burg? Ne, Burg Puenar. Ich dachte, das ist wieder diese Burg Bran. Wir können inzwischen vielleicht noch in mehr Mönche investieren. Da. Zumindest für unsere großen Punkte, dass da zwei Mönche drin sind. Weil zwei Mönche würde halt bedeuten, dass da relativ sicher, dass der Mönch nicht stirbt, wenn der geheilt wird. Und selbst wenn er stirbt, kann halt noch wer... Oh. Ja, das ist weniger gut. Okay, ich sollte die vielleicht tatsächlich hier mehr oben halten, damit die hier nicht mit den Rammen irgendwas kaputt machen. Sehr gut. Das ist zwar leider nie besonders viel, was die mir abgeben. Hier sind 15, aber hier war noch nicht so viel. Da. Hier war gefühlt eher mehr. Das heißt, wir sollten vielleicht eher hier ein bisschen was. Hier ein bisschen was. Hin. So. Dann noch ein Priester hierher. Hier war nämlich nur einer, oder? Ja, hier ist nur einer. Sehr gut. Oder? Ja. Ich habe mich gerade gedacht, ich habe mich nur verschaut, aber nee. Stimmt. 27, das ist eigentlich recht viel. Da können wir eigentlich hier unten noch ein bisschen mehr hingeben, weil die sind ja hier direkt drüber. Schützen Sie die Dorfbewohner. Verteidigen Sie alle Ihre Burgen. Mir wäre es zwar immer noch lieber, wenn ich die bekehren könnte tatsächlich, aber entweder ich bin dafür einfach zu dumm. Oh, hier ist gar kein Priester. Ich bin dafür entweder halt einfach zu dumm oder es geht tatsächlich nicht durch irgendwelche komischen Gründe, die ich nicht kenne, aber die sicher ihre Berechtigung haben werden. Genau. 22 Einheiten, sehr schön. Ja, Nahrung haben wir gerade relativ wenig. Das Problem ist, es gibt halt... Wobei, doch. Hier, Bogenschützen kosten keine Nahrung. Die Festung Rasnov wird belagert. Verteidigt sie um jeden Preis. Bogenschützen kosten kein Ding. Na. Wenn das mal nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Bauen wir überall noch ein paar Bogenschützen. Und haben dadurch... Osmanische Streitkräfte bedrohen unsere Festung bei Polnari, mein Herr. Wirklich? Wo denn? Die Türken greifen die Zitadelle bei Fagarasch an. Astilio. Oh, Moment. Selbst die gewaltigen Wälle Konstantinopels sind der Macht unserer Belagerungskanonen zum Opfer gefallen. Glaubt ihr wirklich, eure armseligen Befestigungsanlagen könnten ihrem Feuer widerstehen? Ja, glaube ich eigentlich schon, weil bis jetzt schlagen wir uns gut und wir sind schon fast die Hälfte der Zeit ist schon rum. Das sind ja nämlich keine tatsächlichen Minuten, weil wenn ihr mal schaut... Hier die Sekunden. Zack, 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 zack. Das ist so circa... Also eine Ingame-Sekunde sind mehr so 0,6, 0,7 reale Sekunden. Also
wir müssen nicht eine Stunde durchhalten, sondern mehr so 45 Minuten bis 50. Weil der Timer ja auch nicht direkt am Anfang der Mission gestartet hat, glaube ich. Oder ich habe ihn einfach noch nicht gesehen am Anfang der Mission. Aber ja. Ich würde sagen, eine Offensive anzugehen ist gar nicht so gut. Können wir die nicht hier dafür... Oh, man kann auch alle Türme zum Beispiel auswählen. Das ist cool. Bringt uns jetzt nicht so viel, aber... Ich glaube, wir haben jetzt hier schon relativ gute Karten. Also wenn jetzt nicht noch... Wahrscheinlich kommt irgendwie am Ende, ja, jetzt greif doch nochmal, jetzt musst du... Jetzt bekommst du hier dieses Dorf komplett unter deine Kontrolle. Irgendeines, keine Ahnung, wurscht welches. Wahrscheinlich das, weil das Meer im Hinterland ist. Bekommst du komplett in deine Kontrolle und du musst jetzt aufbauen und tatsächlich... Oder dir werden einfach 10.000 Ressourcen von allem geschenkt und du musst jetzt einen Angriff planen. Weil, wobei, so krass sind die, glaube ich, nicht. Also, wenn du so zwei, drei Triboke oder Rammen hättest, also Rammen vielleicht ein bisschen mehr, aber so zwei, drei Triboke, würden die Festungen eigentlich, glaube ich, nicht mehr überleben. Ich frage mich nur gerade, wo hier die Gelben sind. Hier die, nicht Gelben, die, Osmanisches Reich. Die. Weil die habe ich halt überhaupt noch nicht gesehen. Vielleicht sind die ja tatsächlich da. Ich habe ja die Theorie gehabt, dass die da nur spawnen. Vielleicht sind die ja tatsächlich dort, weil... Oh, oder sie sind hier unten. Moment. Das könnte natürlich auch noch sein, weil ich würde gerne wissen, wo die sich verstecken, um natürlich auch zu planen, wo die Angriffe herkommen können. Oh, hier ist direkt wieder ein Trupp. Oh, und hier sind tatsächlich... Ne, hier sind die Lilanen. Und wir sind nochmal die Lilanen. Ah doch, um die geht's ja. Sehr gut. Die Festung Rastorf wird belagert. Oh, okay. Verteidigt sie um jeden Preis. Ungarische Kavallerie ist uns zur Abwehr der Türken zur Seite geeilt. Oh, geil, die Ungarn. Tja, das ist jetzt weniger cool. Aber wir können ja hier schnell übersetzen. Hallo? Ja, easy going. Das heißt, die Ungarn haben uns da, sind uns dann doch noch zu Hilfe gekommen. Und zwar genau bei 30 Minuten. Oder roundabout 30 Minuten. Okay. Osmanische Streitkräfte bedrohen unsere Festung bei Polnari, mein Herr. Ja, gefühlt sind die eh die krassesten. Ein paar werde ich hierher schicken. Also im Großen und Ganzen... Im Großen und Ganzen habe ich jetzt doch relativ gut alles im Griff. Ich baue jetzt mal überall noch ein paar von denen und schicke in die benachbarten Dörfer noch mal ein paar. Oh, wir haben schon 200er komplett voll. Nice. Das heißt, wir haben eigentlich eh schon maximale Abwehrkapazität. Die werden eh nie angegriffen, von daher können wir die ruhig hier runterschicken. Wobei, die werden auch kaum angegriffen. Aber die werden auch nicht so wirklich angegriffen. Da sind ja auch schon über 20. Ja, dann lassen wir die halt da. Vielleicht kommt dann da noch doch mal nochmal ein Ansturm. Wer weiß. Aber im Prinzip würde ich sagen, ist es wahrscheinlich so mit einer der langweiligsten Missionen. Zumindest im Vergleich zur letzten, die halt wirklich, wirklich krass war. Ja, und vor allen Dingen, uns werden jetzt hier auch noch die Typen... Wobei, jetzt wo uns die Typen gesendet wurden, kann es natürlich sein, dass jetzt doch nochmal zwei, drei richtig harte Konfrontationen auf uns warten. Wird halt passen.
Oh, die hat übrigens aber 6600, also ich glaube, das ist tatsächlich mal so eine Mission, die nur auf den höchsten Schwierigkeitsgraden wirklich schwierig wird. Was muss man sagen? Also hier auf... hier... Keine Ahnung, der nächsthöheren Schwierigkeiten nach Standard ist sie vielleicht wirklich challenging, aber aktuell im Vergleich zur letzten Mission, sage ich jetzt mal, ist das hier wirklich ein sogenannter Walk in the Park, also quasi ein Stummel schlafen. Wobei, das sage ich jetzt, am Ende kommt jetzt noch gleich, zerstören sie alle feindlichen Siedlungen und das hören aber auf die Dinger und dann bin ich so, okay, wie mache ich das jetzt? Das ist nicht so gut. Das kann natürlich immer passieren, obwohl ich ehrlich gesagt glaube, dass wir einfach tatsächlich, stellen sie sicher, solange sie beschützen, stellen sie sicher, ja, ich glaube, Ablauf der Zeit, haben noch alle Burgen stehen, ja. Und die Burgen sind ja einmal die Burg hier, dann die Burg, die kann sich zwar nicht verteidigen, aber trotzdem... Und hier die Burg, die sich auch verteidigen kann. Also, das ist die einzige Burg, die sich nicht Wobei doch, die kann sich eh verteidigen. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Die Festung Rasnov wird belagert. Verteidigt sie um jeden Preis. Osmanische Streitkräfte bedrohen unsere Festung bei Polnari, mein Herr. Oh nein. Die sind natürlich alle nicht auf defensiv eingestellt. Oh, nee. Die sind natürlich alle nicht defensiv eingestellt. 40 Leute habe ich dort. Okay, die wird nicht fallen. Kann ich jetzt schon prophezeien. Da. Ja, okay. Alter, das blinkt geht mir echt am Sack. Okay, jetzt blinkt es nicht mehr. Irgendwer ist gerade gefallen, aber hey. Und wir haben schon wieder instant Nachschub bekommen. Wo habe ich denn eigentlich noch welche in der Schleife? Elite-Boyar. Hier. Ja. Genau, also. Mit den kleinen Anstürmchen, Stürmchen, die uns jetzt hier kommen, ist es ja echt lächerlich. So, und der geht jetzt instant in die Reichweite von den Kanonentürmen hier. Okay. Treffen nicht, aber trotzdem. Ja. Prinzipiell, wenn ich jetzt hier einfach weggehen würde, wäre wahrscheinlich das Ergebnis dieser Mission so ziemlich dasselbe. Aber hey, nachdem die letzte Mission ich da gerade gegen Anfang wirklich gedacht habe, puh, wie geht das jetzt hier, ohne dass ich wirklich komplett im Arsch bin, ist sowas doch echt gut. Und das war die zweite Ramme, die wir gesehen haben. Wobei hier der Turm... wobei, der hat kaum was weggesteckt. Okay. Also was einstecken müssen. Naja. Haltet durch, meine Brüder. Der Sieg ist nah. Ja, 20 Minuten noch, das heißt, ich warte halt noch so auf den Twist oder darauf, dass wirklich wo eine größere Angriffswelle kommt, aber aktuell schaut es weniger danach aus. Ich meine, unsere Türme und alles haben mehr oder weniger ziemlich gute Arbeit geleistet. Wir haben auch schon ein gutes Plus in den Ressourcen. Das heißt, selbst wenn die jetzt ankommen und meine 24 Maxeln hier wegmachen, kann ich immer noch mit denen und denen hier die in die Zangen nehmen und derweil produziere ich schon wieder neue. Also easy going. Und meine Mönche heilen. Ich glaube halt, dass ich dieses ich heile mit den Mönchen wirklich sehr, sehr stark ist. Wobei, ich könnte mir halt doch zum Beispiel vorstellen, auf anderen Schwierigkeitskarten startet man nicht mit Elite-Boyaren und so und mit den Hellebardieren, sondern mit einer Stufe drunter. Mit den normalen Boyaren und den Pikenieren dann.
Und die Universität wird wahrscheinlich auch noch ein paar Upgrades für Burgen und so weiter haben. Also da muss man dann echt schauen. Schauen wir jetzt eher, dass man seine Burgen und Wachtürme und so verstärkt, oder baut man noch ein paar Einheiten mehr, oder baut man eher zwei, drei Einheiten mehr, oder nimmt man sich das Upgrade? Noch mal ganz kurz sagen, aktuell ist noch keine Einheit gefallen. Oder alternativ haben die Priester die wieder bekehrt. Kann natürlich auch immer sein, aber... ja. Aktuell... wie gesagt, ich bin fast versucht, die anzugreifen, aber ich glaube, das würde ich tatsächlich, wenn ich all meine Truppen zusammenpacke, kaum schaffen, weil eine Burg mit zwei Kanonentürmen und einer Festung und noch einem Wachturm da drin, das könnte echt sehr, sehr schlimm werden. Aber so weit, so gut. Was können wir da? Dorfbewohner richten Schaden an. Welche Dorfbewohner bitte? Osmanische Streitkräfte bedrohen unsere Festung bei Polnari, mein Herr. Die Türken greifen die Zitadelle bei Fagarasch an. Ernsthaft? Hier die drei Typen, sie sollen irgendwie eine Gefahr darstellen. Alle die drei Typen stellen ja nicht mal eine Gefahr dar, wenn ich hier nicht mal Einheiten habe. Weil hier ist ein Wachturm, die Burg, die sich verteidigen kann, noch ein Wachturm. Also mit fünf Einheiten würde ich hier auch keine Probleme haben. Keine großen, sagen wir mal. Also, hä? Und ich bekomme schon wieder Holz und... ach, Holz und Gold. Okay, na, keine Nahrung. Aber trotzdem. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Schwierigkeit dieser Mission ist nicht ganz so gut gebalanced, oder ich bin halt wirklich unfassbar gut in solcher Art von Missionen. Aber ich habe ja ehrlich gesagt, das glaube ich nicht, weil ich habe ja bis jetzt außer alle Ressourcen in Einheiten zu ballern, sobald sie verfügbar sind, und die einigermaßen gut aufzuteilen über alle meine möglichen Angriffspunkte, habe ich ja nichts gemacht. Ich befehlige die Einheiten ja großteils nicht mal. Sondern ich lasse sie einfach in der Nähe der Burg chillen. Und dann kommen ein paar, und bevor ich hinwechsel, sind die im Normalfall schon platt, also... ja. Da. Hier haben wir 37 Einheiten, ich meine, die können die echt mal mit irgendwie 2-3 Tribocken und 10 Kavallerie oder so mal anrücken. Dann ist es eine Challenge. Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir bei dieser Zeit, also bei kaum noch 10 Minuten auf dem Counter, dass wir da echt mit den Einheiten und Ressourcen knapp dran sind und die vielleicht schon dran sind, unsere Welle platt zu machen, und wir halt hoffen, dass die Zeit ausreicht, dass die Burg nicht platt kriegen in der Zeit. Weil die Tribocke irgendwie nicht die Distanz schießen können, und oder ich noch die gerade ausgeschaltet habe, aber dann kommen 2-3 Ram und machen hier fertig und der Countdown tickt, und ich denke mir, okay, ich hoffe, die Ram sind nicht lang genug beschäftigt. Also sind noch lang genug beschäftigt. Aber hier so mal 2-3 Soldaten, die meistens tot sind, bevor sie... ich meine, dieser Wachturm ist das einzige Gebäude, was überhaupt Schaden bekommen hat bis dato. Oder? Hier noch nichts. Hier brennt noch nichts. Hier brennt auch noch nichts. Hier brennt auch noch nichts. Hier, der Stall hat ein klein bisschen Schaden bekommen. Wow. Aber hier brennt halt noch nichts. Und gefallen ist schon gar nichts. Das ist das Einzige, was... das verstehe ich irgendwie nicht. Ich dachte ehrlich gesagt, da kommen jetzt alle 2-3 Minuten irgendwie 10 Einheiten auf irgendeine. Belagert. Verteidigt sie um jeden Preis. Ja, wow. Werden Sie es mal probieren. Ich ziehe die Einheiten komplett ab. Ja, also irgendwie ist diese Mission komplett broken. Ich meine, ich habe... nee, selbst wenn ich keine Einheiten hier haben würde, würde nichts passieren. Die Burg hat bis jetzt wie viel... gar keinen Schaden bekommen. Der Kanonenturm nicht mal 30 und der Kanonenturm
Nicht mal 100. Also, what the fuck, einfach nur. Ich brauche jetzt hundertprozentig keine Einheit mehr erschaffen. Und habe aber noch über 2000 überall. Holz sogar 6000. Also, leck mir am Arsch. Ich kann nicht mal Einheit produzieren, so viel habe ich. Also, ich weiß nicht warum, aber. Ich glaube. Also ich weiß halt nicht, weil das ist ja halt kein... Osmanische Streitkräfte bedrohen unsere Festung bei Polnari, mein Herr. Es ist mal eine Einheit gefallen. Leck mich am Arsch. Ich weiß halt nicht, ob es in Age of Empires 2... Ich glaube, dass ich weiß nicht genau, aber ich bilde mir eigentlich mal gelesen, dass das in der HD Edition, also irgendwie in der zweiten Version von Age of Empires gekommen ist. Ah, da kommen jetzt erstmal ein paar Belagerungseinheiten. Das wird ja fast spannend. Betonung nicht auf fast. Aber das heißt... Wow. Ja. So viel zu spannend. Da, Gaspardin. Aber ich... entweder die Kampagne da war anders und von der Schwierigkeit her gebalanced und die haben aus irgendwelchen... Wahrscheinlich, das kann ich mir echt vorstellen, wahrscheinlich war das so eine der Missionen, die im Original... unfassbar schwer war, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn entweder die Ressourcen sehr knapp sind oder irgendwie die Einheit hier, die schnell häufiger kommen oder mehr Einheiten sind, dass das dann wirklich hardcore ist, aber dann haben die es halt übertrieben und statt dass nur statt 10 8 Einheiten kommen oder nur statt 500 nur 300 Ressourcen kommen, haben die halt alles leichter gemacht und nicht nur an einer kleinen Schraube gedreht. Und jetzt ist das halt hier so ein Snooze-Fest. Das könnte ich mir halt echt vorstellen, weil ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass ich diese Mission so spielen kann, dass ich die ersten 5 Minuten gar nichts mache, dann... Also kann ich aus dem Zimmer gehen, dann komme ich hier rein, setze überall 5 Bojan und also überall 5 Bojan mehr als am Anfang hin und 5 Ambruchstützen und 5 Pikeniere, überall dann 15 Einheiten und dann gehe ich für den Rest der Mission, für die letzte Rest der Stunde einfach wieder irgendwo anders hin oder lege mich schlafen und habe trotzdem gewonnen. Wahrscheinlich brauche ich dafür nicht mal die Priester. Oder vielleicht gab es im Original hier diese Klosterfestung nicht. Und weil ohne Heilung ist es vielleicht dann doch wieder ein klein bisschen anspruchsvoller. Auch wenn ich nicht glaube, weil das viel. Ich meine, die hier kann ja auch nicht sein. Also irgendwas ist hier ganz stark broken. Vielleicht habe ich auch irgendwas gebroken, indem ich hier zu deren Festungen hingelatscht bin. Vielleicht hat das irgendwas mit der KI gemacht, dass ich dadurch irgendwie einen Bug ausgelöst habe oder was. Aber es ist hier nicht nur eine Fraktion. Es sind ja nicht nur die Osmanischen Reich oder hier Vlads Bruder. Oder es ist ja nicht nur eine Fraktion, die kaum was macht, sondern alle. Wenn irgendwie nur die Osmanen nichts mehr machen würden, aber mir hier der Bruder und hier die Blauen sehr zusetzen würden, würde ich mir denken, okay, das ist irgendwie ein Bug oder was. Aber, hä? 3 Minuten on the clock? Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, in der letzten halben Stunde 6 Einheiten verloren. Also, und noch keinen von den Marktkarren, möchte ich mal ganz kurz hier auch behaupten. Da kann ja auch irgendwas nicht ganz stimmen. Naja. Aber das ist immerhin mal ein bisschen gut für meine Psyche, weil das heißt auch mal, ich schaffe eine Mission, ohne mich tatsächlich dafür komplett auseinandersprachen zu müssen. Was einigermaßen schön mal ist. Gibt mir durchaus das Gefühl, dass ich ein guter Spieler hier in Age of Empires 2 bin.
Obwohl ich das echt nicht glaube. Ich meine, ich bin wahrscheinlich besser als zu Anfangs mit Johanna von Orléans. Wir greifen die Zitadelle bei Fagarasch an. Aber trotzdem. Hey, hier kommt ja auch erstmal eine Gamme, aber... Wie gesagt. Es wird nicht ein Gebäude gefallen sein und ich werde weniger als 20 Einheiten verloren haben. Vielleicht sogar nur so 10 oder was. Ja, wie gesagt. In der letzten über halben Stunde 7 Einheiten verloren. Das ist halt... Naja, das ist, was es ist. Ich fülle die einfach mal auf. Wobei, ich fülle die nicht auf. Weil ich einfach sehen möchte, ich habe seit der Halbzeitmarke keine einzige Einheit erschaffen. Und seitdem keine Einheit mehr tatsächlich ins Feld geführt. Also wirklich kontrolliert. Außer die, die ich sogar noch weggezogen habe, um euch zu zeigen, dass die hier quasi nichts können. Ich meine, hier hieß es, dass die Tribocke bauen können und so. Ja, wow. Okay, das ist so ziemlich der am wenigsten verdiente Sieg, den ich je errungen habe. Und das inkludiert dieses Tutorial, wo meine einzige Aufgabe war, ein paar Beeren zu pflücken. Da hätte ich eher verscheißen können, weil ich da die Steuerung noch nicht ganz gecheckt habe. Doch leider trennten sich hier unsere Wege. Von ihrer Mordlust getrieben, stürmten die Türken den Hof der Burg Poenari und plünderten die Festung, die wir so hartnäckig verteidigt hatten. Als ich mich in einem der geheimen Tunnel verbarg, sah ich Draculias Boot den Fluss hinabgleiten. Die steinernen Befestigungsanlagen von Poenari fingen kein Feuer und ich überlebte. Wie als Zeichen Gottes wurde die abziehende türkische Armee von einer Lawine verschüttet, die auch den Weg zur Burg blockierte. Diese göttliche Vergeltung schien unseren Gastgeber aufzumuntern. Doch vermutlich war es vielmehr das Werk von Kanonenfeuer. Der Stimmungswandel unseres Gastgebers war nicht gerade beruhigend. Rufe von Wolf und Fledermaus füllten die Luft, während wir aßen. Der alte Mann schien ganz in Erinnerungen an längst vergangene Zeiten versunken. Da war zum ersten Mal hier das mit der Fledermaus, tatsächlich. Und ja, man merkt, dass irgendwas broken sein muss, wenn ich in allen Kategorien, in allen Belangen, die absolut Top-Leistung hatte. Und zwar, wie man hier sieht, sogar bei Wirtschaft. Und ich hatte nicht mal Dorfbewohner, also. Naja. Gut. Naja, wie gesagt, da irgendwas wird hier nicht gestimmt haben. Ja, wie gesagt, getötete Einheiten, 202... Ich habe 22 Einheiten verloren. Und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich 200 Einheiten getötet. Welche 200 Einheiten habe ich denn bitte getötet? Das waren never ever irgendwo 200 Einheiten. Oder sogar 270. Also gefühlt habe ich vielleicht 50 Einheiten getötet. Aber hier steht ja, dass die irgendwie Osmanisches Reich, dass die... Also ich verstehe es nicht. Entweder... Ja, wie gesagt... Größtes Heer knapp 200, deren größtes Heer war nicht mal 30. Ja. Also ja, 30. Das waren aber die Ungarn, die mir geholfen haben. Hier 26, größtes Heer. Ja, also, wie gesagt, also wenn die auf einmal irgendwie 40, 50 Einheiten ins Feld geführt hätten, wenn das hier nicht 26, sondern 46 und die alle gleichzeitig auf eine Burg stürmen und ich sogar abziehen muss von woanders und hoffen muss, dass da nicht angegriffen wird, das fände ich eine geile Mission, aber das war halt wirklich, ja, sehr mau. Ich meine ja hier Ungarn, das, als die mir geholfen haben. Ich meine, die haben ja im Fall... Schau euch mal... Ich hab doppelt so viele Einheiten gehabt, wie all meine Gegner miteinander.
wie alle. Also ich habe 2/3 der ganzen Einheiten, die überhaupt auf der Map waren, gestellt. Ich meine, what the fuck? Gefühlt ist das entweder buggy gewesen oder wirklich schlecht im Vergleich wahrscheinlich zum Original portiert. Und zwar damit meine ich wirklich, wirklich schlecht. Weil das war hier wirklich... Ja, das war's, was war. Und ich würde sagen, damit belassen wir es. Ja, leider ein bisschen enttäuschend, dass ihr auf diese Folge jetzt ein paar Tage warten musstet wegen The Last of Us 2. Aber ja, was will man tun? Ich würde sagen, nächstes Mal geht's dann weiter mit Die Nacht bricht herein. Und mit ein bisschen Glück wird das ein bisschen eine schwierigere Mission. Vielleicht kein Genghis Khans Einmarsch in China schwierig, aber zumindest mehr so wie die letzte Mission. Weil das war tatsächlich eine Challenge mit den Ressourcen, mit den Einheitenmanagement. Am Ende habe ich noch fast verloren, aber es ist dann doch rumgerissen. Also das war echt cool. Aber so eine Mission hoffe ich, dass wir nicht mehr spielen, weil... Ich habe nichts dagegen, wenn es mal ein bisschen einfacher ist. Aber ganz ehrlich, das hätte die allererste Mission sein können nach dem Tutorial und ich hätte es wahrscheinlich trotzdem geschafft. Und das sagt was aus, weil bei Johanna habe ich ja teilweise 2-3 Mal eine Mission restarten müssen und habe es dann kaum hingekriegt, ohne ein bisschen hier in YouTube-Videos rumzustöbern. Also, ja. Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Age of Empires 2. Bis dahin sage ich, tschüss, Leute.